ta chota, kasa yuli koira tole kankitong. Ihr habt 3 Sekunden, um mir aus dem Weg zu gehen. Kushu choskronki topatsnimo. Nakman noya choski nawi kuchusu yamata chutoya. Moment, ich hole meinen Blaster raus. Ukai, te kalia shrekula waska kwa pokta nuta. Rondikava kayo petopa pupanda baka murishanita. Trita nino ni tanuva luria nita kwituta. Diesmal bringe ich euch gratis um. Batu-batu, nakma noya choski nawi kuchusu, yo mata chitoya, chuvakile mapransta un. Bringt mich in die große Jagd, Nemro. Smila wo, dupi upi, dodi buna buna, manchi kabog nonis nemo. Kapatunga. Chisa bijawongi chikatoko. Kunchuta kasu yali koira tokantikong. Was ist mit den Credits von meinem letzten Auftrag? Nucha ituta mishka. Topi migusha pidonki. Ihr werdet einfach immer beeindruckender. Ich könnte den ganzen Tag Buchhalter umbringen. Und der nervigen kleinen Kralle habt ihr es auch noch gezeigt. Hier, bitte. Credits für den Buchhalter. Armer kleiner Jalt mit seiner herrischen Frau. Bis demnächst, Kopfgeldjäger. Ich sage dir, Baby, ich komme ganz groß raus. Bei mir geht's aufwärts. Ich falle die Leiter quasi rauf. Ihr ruft mich her, ganz wie Nemro gesagt hat. Wie dumm von euch. Jetzt töte ich euch und Nemro gibt mir eine große Belohnung.
Dann packe ich mal den Blaster aus. Ihr glaubt, ich bin nicht bereit. So dumm. Lasst die Bestien fallen. Aha. Sobald Nembro erfährt, wie ich im Rostlager Schädel zerschmettert habe, bin ich dabei. Wahrscheinlich macht er mich zum Lieutenant. Aha. Ich werde mehr Credits haben, als ich ausgeben kann. Schmuck, Kleider, Gleiter, was auch immer du willst, Baby. Simo Shani, Chibor Chuba Chinigne, Chuba Noi K Nana, Shapa Kisa Branga Una Nupa Ye. Ich werde euch töten, Nemro. Gichkra Uba Utri, Tete Jata, Chiliska Tanana Ime Chai Jo, Ronchika. Ich habe von kleinem Gemetzel im Rostlager gehört. Oh, Walla Wanga, Tuske Yuwarama, da blota Wijawa. Lasst mich nicht herumraten. Sagt es gerade heraus. Conchita ne Chada Soto Dedi. Chiliska Chanagawa Nin Chikospa Inikudade Nakma Noya Chioski Nawi Kuchuzu Yo Mata Chitoya Ni Ompi Budmalia Bidwana Ni Bobo Che Chopaguma Chuba Noe Ke Nana Shap Kisa Branga Una Nupa Ye. Denkt nicht, dass ich das nicht tun würde. Ninga Ninga Kitrita, Nimo Tanuv Ayola, Tanque Kuta, Chuba Kima Gardo, Brokful Mabumko, Ichubanobata. Gumba Gigi, Gordin, Noli Makichisan.
Schön zu sehen, dass es euch gut geht. Das war ziemlich mies, was Nemro euch angetan hat. Eines Tages wird er dafür bezahlen. Vielleicht sind diese Credits genau dafür gedacht. Hier ist eine ziemlich hohe Zahlung an euch, aber es steht nicht dabei, wofür. Das ist wohl eine Sache zwischen euch und Nemro. Habt ihr gehört, dass ich bei der großen Jagd mitmache? Alle reden davon, ja. Hier, bitte sehr. Einmal eine große Bezahlung aus mysteriösen Gründen. Gebt nicht alles auf einmal aus. Hallo Jäger, wir wurden reingelegt. Nemro unterstützt bereits jemanden bei der großen Jagd. Wen hat dieser fette Eingeweidehaufen Nemro an meiner Stelle gewählt? Ich weiß, wo Nemros Unterstützungszeichen ist und wie wir es finden können. Ich erzähle euch alles, aber das hat seinen Preis. Ich soll dich auf einmal für deine Infos bezahlen? Nicht so, wie ihr denkt. Brayden hat mir beigebracht zu kämpfen. Und wie ihr wisst, kann ich gut Informationen besorgen. Nehmt mich mit auf die Jagd und zu allem, was später noch kommt. Du würdest mich nur aufhalten. Ich bin ein Einzelgänger. Dann endet wohl alles hier. Eure Suche nach Ruhm, die Rache für Brayden, einfach alles. Ihr könnt mich nicht auf dieser schrecklichen Schlammkugel zurücklassen, wo Brayden gestorben ist. Wenn ihr die Info wollt, müsst ihr mich mitnehmen. Du kannst mitkommen, aber du hältst dich besser an die Regeln. Danke. Brayden war toll, aber er hat mich immer wie ein Kind behandelt. Ich bin kein Kind mehr. Ich danke euch. Ich will dabei sein, wenn wir Braydens Mörder finden. Nichts ist mir wichtiger als das. Also, finden wir den Kopfgeldjäger von Nemro. Mich juckt es schon in den Finger. Gut, ich fühle mich bereit zu allem. Der Jäger, hinter dem wir her sind, heißt Rask. Er ist ein Trandoshaner und ziemlich gefährlich. Er hat auf Dantooine die Bewohner eines ganzen Dorfes lebendig verbrennen lassen. Ich habe eine Übertragung zwischen dem Trandoshaner und, jetzt kommt's, dem seltsamen Typ mit dem Knochengesicht, der mich verfolgt hat, abgefangen. Wisst ihr noch, dass ich euch vor ihm gewarnt hatte? Die beiden arbeiten also zusammen? Das weiß ich nicht. Wir sollten aber auf alles vorbereitet sein. Rask will ein Ziel ausschalten, das Fatra der Hutte, der Rivale von Nemro, für ihn festhält. Irgendeine republikanische Wissenschaftlerin oder so. Wir müssen also einfach in Fatras unglaublich stark bewachtem Palast im Sumpf eindringen, die Wissenschaftlerin selbst finden und eine Falle für Rask legen. Und wenn Rask aufkreuzt, schnappen wir uns ein Unterstützungszeichen. Guter Plan. Das war noch gar nichts. Anscheinend hat Fatra interessante Leute auf seiner Gehaltsliste. Und mit interessant meine ich Leute, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wenn wir bei der großen Jagd eine Chance haben oder auch nur von dieser Schlammkugel wegkommen wollen, brauchen wir diese Kopfgelder. Komm, Fatras Palast wartet. Ihr da, ihr arbeitet doch für Nemro, oder? Ich sehe euch jedenfalls oft genug bei ihm rein und raus spazieren. Also habe ich recht oder nicht? Arbeitet ihr für den Großen? Ich erledige Nemros Erledigungen. Ich mag euren Stil. Ich heiße Urgreg. Ihr habt vielleicht schon von Nemros kleiner Tierschau in den Bestienpferchen ganz unten gehört. Ich bin der Typ, der die Pferche gefüllt hält. Vielleicht seid ihr an einem kleinen Geschäft interessiert. Helft mir.
Helft Nemro, helft euch dabei selbst ein bisschen. Aber dazu braucht es Kraft. Und Mumm. Jetzt reden wir mal nicht um den heißen Brei herum. Der Große will einen Rancor. Alle wichtigen Hutten haben einen. Nemro will einen. Ihr bringt ihm einen. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ein Rancor? Wie soll jemand einen Rancor in die Falle locken? 7 Meter groß und kann einen mit einem Bissen verschlingen? Aber keine Sorge. Ich habe schon einen Plan. Ich habe nur Sorgen wegen der Bezahlung. Was? Glaubt ihr, Nemro kann nicht bezahlen für das, was er will? Natürlich kann er. Der beste Preis für einen Rancor. Oder eigentlich ein Rancor-Ei. Fatras wertloser Bestien Zähmer hat bereits ein Rancor-Ei. Wir können nicht zulassen, dass dieses Ei ausgebrütet wird und Fatra vor Nemro einen ausgewachsenen Rancor hat. Ich brauche jemanden, der das Ei stiehlt und die Eier seiner anderen Tiere zerstört. Jemand, der diesem Bestien Zähmer eine Lektion erteilt. Könnt ihr das? Ich schlage nie eine Gelegenheit aus, bei der ich bezahlt werde. Toll! Ich wusste, ihr würdet darauf eingehen. Ihr habt dieses vielversprechende Funkeln in den Augen. Ihr solltet nur eines noch wissen. Das Ei ist ganz hinten in Fatras Bestienpferchen. Das bedeutet, ihr müsst ein bisschen kämpfen, um es zu erlangen. Aber das kriegt ihr hin, oder? Viel Glück! Was immer ihr braucht, Jäger. Wir können es besorgen. Für das Imperium.